Ja, Leute, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir, Illachiller. Und heute spielen wir die, ich glaube, es ist die Alpha-Version von Prison Architect. Also, Gefängnisarchitekt, nennen wir es mal. GA, GA. Wir spielen GA, GA Alpha. Und ich tappe hier mal rein. Und wir haben schon direkt einen Anruf. Ich will gar nicht zu viel verraten. Denn ich habe es auch noch gar nicht mal gespielt. This is a tough one. Also, das ist ein hartes Stück, was jetzt kommt. There's a prisoner in. Okay, also wir haben hier einen Gefangenen einsitzen, der wegen doppeltem Totschlags, doppelter Tötung einsitzt, und zwar mit Todesstrafe. Und da kommen wir ins Spiel. Uns wurde aufgetragen, eine Execution, eine Execution? Exekutionskammer zu bauen. Eine Tötungskammer. Für seinen großen Tag. This is where I want the new facility to be built. Okay, hier sollen wir also seine Kammer bauen. The first step with any project is to construct the building itself. With enough space inside to fit an execution room. Okay, also das muss groß genug sein, um halt diese Exekutionskammer, Tötungskammer, wie man es auch immer nennen möchte, zu bauen. Und gleichzeitig auch noch eine Zelle an sich. So, let's get started. Construct a new building here. We will also need an entrance to the new execution facility. Build a large jail door into the south wall. Okay, also hier, wo Jail Door steht, wahrscheinlich. So. Objects. Door. Was ist das denn hier? Building. Okay, lass uns ein Building machen. So. Okay. Oh, es klingelt schon wieder. Your workmen are responsible for construction of buildings. Okay, das sind meine Baulemminge. They collect the steel and concrete. They use raw materials to build a foundation. This is the slowest part of the construction. How about that? Well, we're gonna take a look around and with VSD. Aber was ist denn hier mit der Tür? Ich muss hier doch auch noch eine Tür bauen. Dann bauen wir erstmal die Tür, bevor wir uns hier. So. Dankeschön. Okay. Aha, also hier ist auf jeden Fall der Raum, wo die Jungs ihr Kram rausholen, mit was sie das Gebäude bauen. Hier sind ein paar Zellen. Hier leuchtet was. Oh, da ist keine Toilette. Da steht dann Failed. Ihr seht es in roter Schrift. Toilet. Die hier haben ein Klo. Ist hier wahrscheinlich ein Licht. Okay. Hier sind ein paar Aufpasser. Zehn. Oh, hier sind die Duschen. Sehr schön. Guck mal, hier läuft Hey. Hier läuft Tyson. Oh, Mike Tyson vielleicht. Ist vielleicht Mike Tyson. Oh. Inside the building I want a jail cell and an execution room. Partition the space by constructing some brick walls. Okay, also wir sollen das aufteilen mit Brick Walls. Soweit seid ihr wahrscheinlich auch noch mitgekommen. Hier ist Brick Wall. Tak, tak. 6 Meter. 2 Meter. 1 Meter. 1 Meter. Ach, guck mal, hier oben rechts ist es wie bei Sims wahrscheinlich. Dass man die Lemminge schneller bauen lässt. Oder kommen sie schon? Hier bringen sie den Scheiß raus und bauen hier die Wand. Und hier oben steht unser Fortschritt. Ah, sehr gut. So, dann sind wir ja fertig jetzt. Aha. Now add large jail doors to those dividing walls. You can rotate an object before placement by clicking in the middle, mouse or press R. Okay. Die passt. Mittelmaus passt auch. Da kommen schon die Türen angerollt. Und die machen alles. Seht ihr das? Die machen alles mit Schraubenziehern. Gut. Starke Schraubenzieher. That's looking good. We now need to designate rooms within those spaces. Designate a cell in the sauna area. Then, okay. Ach so, das muss man hier als Zelle kennzeichnen. Ich verstehe. Ist das hier Zelle? Und das hier wird Execution. So. Oh, da fehlt ein Bett und. Oh. Those new ones have requirements. Ah ja, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Liebes Spiel. Die Zelle brauchen ein Bett und eine Toilette. Und der Execution Room braucht einen elektrischen Stuhl. Alles klar. Ganz subtil gemacht hier.
Okay, ich stelle mal hier mal im Bett hin. Kopfkissen nach oben, zum elektrischen Stuhl hin. Oh, verdammt. Nein, ich hab ihn falsch gemacht. Stopp. Ah, Rechtsklick. Rechtsklick ist wegmachen. So. Und hier noch eine Toilette hin, aber die muss... So. Schön in Richtung Ausgang gucken. Dass einem auch schön der Schritt gespannt werden kann. Wenn da die Wachen gucken. Was ist denn hier mit einer Toilette? Habt ihr keine mehr? Jungens. Ein kleines Klöschen. Achso, der kam von woanders. Alles klar. Chef ruft an. So, das Wesentliche ist da. Man kann es aber immer noch verbessern. Es ist aber mir überlassen. Die sind nicht unbedingt vorgesehen. Wenn ich das möchte, kommt jedenfalls darauf an, wie ich mich um meine Leute kümmern möchte. Man könnte zum Beispiel ein Fenster reinmachen und ein kleines Bücherregal. Und hier, das ganze Ding würde besser aussehen mit einem qualitativ hochwertigeren Bodenmaterial, wie zum Beispiel Wooden Floorboards oder Mosaik Tiles. Okay. Outside you could add some lightning and a paved pathway. Oder paved pathway, I don't know. If you think it needs it. Okay, also wir können hier noch einen schönen Weg machen. Oh Gott, was ist jetzt los? Warum kniet ihr da denn so, bitte? This is the man in question, Edward Romsey. A teacher once, would you believe? It's not our place to decide if he deserves it. The law has made that decision. We're just here to do a job. Okay, also, um es nochmal kurz zu übersetzen, für die, die nicht mitkommen. Es ist nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, ob der das wirklich verdient hat. Das hat das Gericht bereits getan. Wir sind nur hier, um unseren Job zu machen, sprich, ihn zu exekutieren. Once you are satisfied, the facility is ready. You can begin the prisoner transfer to his new cell. Simply click on him to select him, then right-click just outside to his cell. Okay, also anklicken und nach außen bringen. Ja, egal, wir machen jetzt aber erstmal diese optionalen Dinger noch. Um das hier oben links ein bisschen abzuarbeiten. So, wir hatten also Bodenmaterial. Wo ist denn Bodenmaterial? Hier. Was nehmen wir denn mal? Mosaik. Oder? Doch, nehmen wir mal Mosaik. Hier schön Mosaik. Sieht gut aus. Machen wir aber auch die ganze Zelle hier. Weil wir es einfach haben. So, nach außen soll noch ein Weg. So. Und so. Dann hat er gesagt, ein Fenster wäre ganz cool. Wie ist das denn? So. Wo macht man denn hier die Fenster? Ja, wahrscheinlich so. Okay, Bücherregal haben wir auch noch am Start. Kommt hier hin. Achso, ein Licht sollte man draußen hin machen. So, so. Hier noch in der Ecke. Ist so ein bisschen wie Sims gerade. Okay. Hier ist das Fenster, das backt sich hier in die Wand. So. Hast du es geholfen? Weiß ich nicht. Naja, scheinbar schon, ist abgehakt. When you're done, click the prisoner transfer. Okay. So, was hat er gesagt? Anklicken. Das ist der Priester. Hier ist Edward. Anklicken. Und rechtsklick nach draußen. So. Jetzt wird er hier abgeführt oder steht rum? Ach ne, Chef ruft an. Da ist er in seinen Handschellen. Und der Priester im Hintergrund, sehr traurig. Verschwende keine Träne an den Mann, das ist ein eiskalter Killer. Und er verdient es wahrscheinlich. Er hat sogar gestanden. Wanna hear his description of what he did? Natürlich. It's juicy stuff. It was around 11 PM. The lights were already on. I knew she was home. Okay, also 11 Uhr abends. Die Lichter waren an. Er wusste, sie ist zu Hause. Oh, jetzt sehen wir die Geschichte nachempfunden. Nachvisualisiert. Er geht also zu ihr nach Hause. Zu ihr. Wir wissen nicht, wer sie ist, aber er geht... Oh, er hat einen Schlüssel für die Tür. Vielleicht ist es sein Zuhause. Er geht zu seiner Frau vielleicht. Dann geht er jetzt hoch. Geht in Richtung... Oh, Schlafzimmer. Oh, oh, oh. Hallo? Edward, ich glaube, du störst. Oh, er hat schon die Pistole im Anschlag. Oh Gott, was ist da denn los? Ja. Oh, Edward, nein! Oh Gott! Ha, ich wusste, ich würde euch zwei hier erwischen. Edward, ich... Nein, lass es. What are you going to do? Bang, bang, bang!
Oh Gott, er schießt wirklich. Okay, erst ihn, dann sie. Oh Gott. Jetzt sind sie beide tot. Bist du jetzt zufrieden, Edward? Es ist das, was du wolltest. Schön subtil, wie ihr Unterarm sein Gemächt verdeckt. Ist ganz nett, das hätte ich jetzt auch nicht sehen wollen. Okay, also er hat sie beide erschossen. Scheinbar war das seine Freundin oder Frau oder wie auch immer. Und entweder war Edward die Affäre oder der Typ da war die Affäre und er hat das nicht so ganz verkraftet, dass da noch ein anderer Mensch mit dem Spiel ist. Clear as a day if you ask me. Deserves every world she's gonna get. Okay. Alle Männer, wie heißt es nochmal, deserve, verdienen Vergebung, sogar er. Are you sure in yourself that you can deal out such a final? Okay, ob wir uns denn wirklich sicher sind, dass wir mit so einer Entscheidung, die wir jetzt fällen, also ihn quasi töten auf dem elektrischen Stuhl, ob wir damit klarkommen. Catching your wife with another man is no excuse for what he did. Okay, also es war tatsächlich seine Frau, die eine Affäre hatte und er hat beide umgebracht. Und es ist keine Entschuldigung, sagt der Mensch da. And he went there with a loaded gun knowing he'd find them together. That's a double premeditated murder. He's done nothing but cooperate with the authorities. Okay, also er sagt halt, dass er sich super mit den... wie heißt es denn? Er wurde super geführt, er hat sich super führen lassen. Ach, keine Ahnung. If he committed his crime 100 miles north, he'd be looking at life imprisonment instead. After justice. Do you want a guy that is running free? I sleep just fine at night when he's gone. Ja. Okay, also der Priester meinte, wenn er jetzt 100 Meilen weiter das Ding gemacht hätte, dann wäre er wahrscheinlich einfach nur im Gefängnis gesessen und hier wird er halt getötet. So, ob das denn wirklich so sein muss. Und dann meinte der Chef halt, dass es ihm sicherer ist, wenn der Typ nicht am Leben ist. So, Chef ruft an. Gute Arbeit soweit. However, there's one problem. The execution room isn't functioning yet, because it doesn't have any power. Ja, das ist natürlich doof. We need to connect it to the electricity supply. We're now viewing the prison in utilities mode, which shows us electrical... Okay. As you can see, the entire wing of the prison cells are without power. Ja, es blinkt hier alles. To fix this problem, we first need to switch into utilities mode to understand why the lights are without power. Okay, also wir gehen jetzt in den Verkabelungsbereich. The nearest electrical cables are too far away. Our engineers can't complete the wiring for this area. Extend the electrical cables nearby to cover this wing of the prison. Okay, wir gehen in den Utilities-Dings. Hier, electrical Kabel. Dick. Dann erweitern wir hier das mal so ein bisschen. So. Schon mal für die Zukunft ein bisschen weiter. Dann spulen wir hier mal ein bisschen schneller vor. Wo bleiben denn unsere Menschen mit den Schraubenziehern? Da läuft was. Ach, hier. Tack. Alles mit Schraubenzieher. Das ist eine super Technik, die hier im Gefängnis eingesetzt wird. Okay. Ja, das ist so gut. Alles ist verkabelt. Lights aren't the only thing that needs power. Your new electric chair does too. Ja, unser elektrischer Stuhl braucht auch vielleicht ein bisschen Power, ist richtig. Use the power cables to connect the execution facility to the power grid. It required its own dedicated power line. You need to connect it up directly with the main cables. Okay. Also nicht mit irgendwelchen... Ja, aber hier sind ja eh keine Seitenkabel. Oder ist das hier Seitenkabel? Wir versuchen das einfach mal. Wir führen das mal so hier durch. So. Ist schon die schnellste Geschwindigkeit. Da kommen die fleißigen Schraubenzieher wieder und verkabeln das Ganze, damit unser elektrischer Stuhl auch mal so ein bisschen Power kriegt hier. So. Er leuchtet. Ja, alles richtig gemacht. Incoming call. We're almost done, I think. We should test the new execution room. Oh, jetzt blinkt hier aber alles. I'm just going to turn it on for a few seconds. Okay. Schmeiß mal an, hier blinkt doch schon alles. Well, that didn't work. Looks like we drew too much power and tripped a circuit breaker in the power station. The whole prison is dark. Super! Das klingt ja, als wenn ich hier tatsächlich der Architekt wäre. We're going to need more juice to be able to handle the power and spike that... Okay. First, we need to turn the power back on. This is a two-step process. Step 1. Switch each Kapazitor...
back on by clicking them in utilities mode. Oh, der Timer bimmelt. Then build 3 more. Okay. Okay, wir machen das hier mal noch gerade. Erstmal soll ich hier die Viecher wieder anmachen. 1, 2, 3, 4. Dann den dicken wahrscheinlich noch. So, jetzt haben wir hier wieder Licht. 1, 2, 3. Bitte mal schnell bauen hier. Ja. Jetzt war einer. Ist er schon an? Ja. Was mit den anderen beiden? Ah ja. So, jetzt haben wir hier Test the Chair again. Click on it in Utilities Mode to turn it on. Okay, das heißt, wir müssen hier mal gerade rüber scrollen, um zu unserem elektrischen Stuhl zu kommen. Der ist hier. Klicken wir an. Switch on. Ah ja. Incoming call. Oh Gott. Oh, er darf nochmal. Der Priester betet nochmal für ihn. Gott, was ist denn los? Da ist Edward. Edward möchte nochmal mit dem Priester reden, vielleicht. Bitte lass ihn nur reden wollen. Nicht, dass er da irgendwie noch eine Pistole reingeschmuggelt hat. Er geht nach vorne durch die Kirche, durch die Kapelle. Tritt hinter den Priester. Kann ich dir helfen? Punkt, Punkt, Punkt. Oh, er möchte nochmal. Are you looking for forgiveness? Suchst du nach Vergebung? Ich weiß es nicht. Ich habe etwas zu tun. Ich kann nicht damit leben, mit was ich getan habe. You have to turn yourself in whatever you've done. You cannot evade the consequences. You will never be able to live with yourself until you face up to your past. I want to go back. I want to forgive her. I want to forgive me. God will forgive you, no matter what you have done, if you ask him to. But you must answer for your crimes in the eyes of the law. There's no other way. Also Edward bittet jetzt eigentlich doch um Vergebung und möchte das Ganze gar nicht. Weil der Priester sagt, du musst halt dem, was du getan hast, in die Augen sehen. Und es ist jetzt soweit. Du hast das Richtige getan, auch wenn die Welt dir nicht vergeben wird. Du wirst bald bei Gott sein und er wird dir das letzte Judgment, das letzte, verdammt, ich komme nicht aufs Wort geben. Bestrafung vielleicht. Das ist ja auch keine Bestrafung. Ich komme gerade nicht aufs Wort, tut mir leid. Schreibt's in die Kommentare. Ohne vorher zu googeln. So, jetzt wird er abgeführt. Geht in die Tötungskammer. Tür geht zu. Da ist er, der elektrische Stuhl. Oh Gott. Und Edward geht hin, setzt sich. Mensch, Edward, was machst du auch so einen Scheiß, ey? Hättest du mal einfach gesagt, komm Mädchen, hau ab oder so. Was passiert jetzt? Oh, da ist er. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hat er den Hut schon auf. Edward Ramsay, you have been found guilty of 2 counts of murder in the first degree. The penalty is death. Do you have anything to say? Susan, I'm sorry. Oh Gott. Jetzt kommt er in den Himmel. Jedenfalls nach Auffassung des Spiels. So möchte ich es mal formulieren.
Also Soundtrack schon mal sehr gut. Okay. Wir haben heute schon einen tot. Press Escape to continue. Ja, hier machen wir also im nächsten Part weiter, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch, wie auch immer. Falls ihr es noch nicht habt, lasst ein Abo da. Würde mich auch sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns in Part 2 von Prison Architect. Und sonst sehen wir uns zwischendurch in meinem Stream twitch.tv/illachillertv. Macht euch noch einen schönen Tag. Macht's nicht wie Edward, sondern denkt nach, was ihr tut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.